Hallo, mein Name ist Ela und ich heiße dich ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Das Trashy ist wieder bei mir angekommen, genau. Das hatte ja anfänglich die liebe Nasti ins Leben gerufen, die ist aber aus privaten Gründen jetzt ausgestiegen. Und wir restlichen Mädels haben dann gedacht, ach, wir machen einfach mal weiter. Ja, es sind noch zwei neue mit dazu gekommen. Das ist die Sabrina von Testabrinchen. Und die Kati von Contra Junkie, genau. Ja, und die restlichen, das ist ja die Claudi von Claudis Welt, die Steffi von Steffi Loves Beauty, die Steffi von Schminky Eyes, die Melanie von Melloflori und meine Wenigkeit, genau. So, und jetzt würde ich sagen, wir gucken einfach mal rein. Ich fange mit den Kisten an. Die hat die Claudi jetzt in so Goodiebox gepackt. Ja, also wir haben jetzt hier nur noch Goodieboxen. Muss ich mal gucken, wie ich das mit meinen Produkten dann mache, weil ich habe die Goodiebox nicht. Und wir hatten jetzt gesagt, weil, wie gesagt, die Nasti hatte ja das andere Paket, das andere Trash-Paket ja ins Leben gerufen und hatte natürlich da auch aufgestockt. Und wir haben jetzt gesagt, jeder von uns gibt erstmal 10 Produkte rein, plus die Produkte, die eben halt wiederkommen, beziehungsweise die wir uns raussuchen, dass wir die dann in einem gleichen Wert wieder reingeben. Ne? Ja. Und dementsprechend wird das Paket natürlich wachsen, noch weiter wachsen. Also ich finde es schon recht groß. Ja, und wie gesagt, ich habe keine Goodiebox. Ich muss da mal gucken, ob dann meine Produkte hier noch irgendwie mit reinpassen oder ich gebe dann erstmal von einer Pinkbox oder von einer Glossybox oder irgendwie sowas noch irgendwie ein anderes Paket da mit rein. Genau. Hier waren ein paar Produkte, die lagen einzeln mit drin, aber wie gesagt, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den Kisten an. Dann kann ich die nämlich schon direkt so mit wieder in den Karton packen. Und da habe ich hier einmal die erste Goodiebox. Na, die sind, ich finde die ja ganz schön, ne? Das ist ein richtig schöner, stabiler Karton. Kann man sich auch schöne Aufbewahrungen rausmachen, ne? Und dann sind das so Schubladen. Ah. Und da habe ich auch schon direkt ja, die Box von der Claudi. Da hat sie ganz viele Goodies mit reingebracht. Oh, hat gut, ganz viele Pröbchen mit reingetan. Ihre beiden Bücher sind da mit drin. Und die Box gucke ich mir nachher mal einmal in Ruhe an, was ich da auch wirklich, ja, rausgebrauchen oder mal ausprobieren möchte. Und leg die jetzt erstmal alles Seite. So, dann gucken wir doch mal in diese Goodie-Box rein. Da ist drin einmal von Alice im Wunderland. Ich würde sagen, von CC. Ich denke, das ist ein Primer. Der ist ja ganz nett, sieht ganz schön aus, ne, mit dem Motiv da drauf. Der Primer ist so ein bisschen lila eingefärbt, so fliederfarben. Aber den brauche ich jetzt erstmal so nicht. Dann ist hier von Brushworks so ein Scalp Brush. Der ist bei mir gerade selber erst eingezogen. Den hatte ich letztens noch in einer Box gehabt. Genau, ja. Dann ist hier von Avant ein Hyaluron. Das bist du, ein Lippenbalm. Den brauche ich aber auch nicht. Von Nivea Cellular eine Tagespflege, ein Fluid mit Lichtschutzfaktor 50. Dieses hier. Na, warum wirst du nicht scharf? Dieses hier. Das finde ich jetzt interessant. Das ist eine kleine Packung von 10 Milliliter. Ich lege mir das mal einmal auf den Vielleichthaufen. Das gucke ich mir gleich. Ich gucke erstmal, was da so alle drin ist, was da noch so kommt. Und ja, entscheide dann. Dann ist hier von Look by Bipa ein Vitamin C Glow Face Öl. Das gebe ich aber auch wieder weiter, weil so Face Öl Produkte, die mag ich nicht so. Von Avant ist, ne, A New. Von Avon
ein Serum, ein Power Serum. Dieses hier, aber ich glaube, das habe ich selber auch. Gebe ich also auch weiter. Vom Madara haben wir etwas mit Lichtschutzfaktor 50. Ja, dieses hier, das gebe ich aber jetzt auch erstmal weiter. Und dann ist hier unten noch gut eingepackt eine Lidschattenpalette von Essence. Ja, die hier. Ich glaube, das ist die blaue. Ich habe die in grün. Den Spiegel halte ich mal zu. So. So sieht die aus. Ne, in den blauen Farben. Die gebe ich aber auch weiter. So. Dann packe ich das mal alles wieder ein. Und dann gucken wir gleich in die nächste Box. Die nächste Box. Sieht echt schön aus, ne? Auch wieder richtig schön voll. Da ist von Rival de Loop Into the Jungle. Die habe ich selber. Ich das denn so? Dann ist hier von Sleek ein Blush. Mach mal einmal auf. Der hier, den gebe ich aber auch weiter, weil der scheint Schimmer zu haben und ich mag am liebsten Blush, die ohne Schimmer sind. Ja, also im Matt. Dann ist hier von Rival de Loop ein Öl-Infused Blush. Ja, der sieht ganz schön aus, aber ja, der hat auch Schimmer mit drin, ne? So ein Goldschimmer. Ist also auch nichts für mich. Dann von Kylie Jenner. Ein Setting-Puder in Translucent. Dieses hier ein loses Puder. Ich mache das mal einmal auf. Ganz vorsichtig. Ich weiß ja nicht, ob ist das offen. Oh ja, das ist schon offen. Das ist so leicht gelblich eingefärbt. Interessieren wird mich das ja. Ich lege das mal einmal auf den viel leichter. Dann haben wir hier die nächste Palette und zwar von Love und Letizia Lehmack. Die hier. So sieht die einmal von innen aus. Hier oben ist noch ein Spiegel. Die ist ja wohl schön. Aber mich würden hier wirklich nur die Lidschattenfarben ansprechen. Hier unten Blush und der Highlighter gar nicht. Ich gebe die weiter. Das war so ein Polster. Aber ich glaube, das ist gerade so vor die Kamera wieder hochgehüpft. Dann ist hier von Avon Very Peach eine kleine Lidschattenpalette mit diesen Farben. Nee, da von den Farben habe ich auch schon jede Menge. Dann haben wir hier eine Anti-Pollution Creme. Die habe ich aber, meine ich, selber auch. Das gebe ich die auch erstmal weiter. Dann ist hier von Alverde ein. Was bist du, ein Mono? Ja, ein Lidschattenmono. Ich meine den auf, ja. So ein kleiner. Ist eigentlich eine schöne Farbe. Aber ich habe so viele Moos. Und auch so ähnliche Farben, auch in Paletten. Von daher brauche ich die nicht. Dann ist hier eine Palette von Sophia und Mabel. Eine Eyeshadow-Palette. Die habe ich jetzt letztens auch noch erst gekriegt. Und
von den Farben. Ich hätte auf kühle Blautöne oder Grüntöne, vielleicht auch Grautöne mitgerechnet. Mach die auf und war doch ein bisschen erschrocken, denn da sind so, ja, so warme Töne drin. Aber das ist nicht, ja, wie gesagt, ich habe sie erstmal und ja, da ist so ein Ton drin. Da muss ich ein bisschen vorsichtig mit sein. Die sehen bei mir immer aus, als wenn ich dann ja, krank wäre. Die geben mir so einen Schatten auf Augen. Das ist nicht so meins. Dann ist hier von Dewy Skin, ne, von CAT. Dewy Skin, was bist denn du? Ein Primer. Gucken wir mal einmal rein. So ein kleines Tübchen. Aber ich glaube, den habe ich auch jetzt gerade noch letztens erst gekriegt. Den gebe ich auch weiter. Dann ist hier Toffee Brown von Huda Beauty. Ich hatte gerade einen Knoten in der Zunge. Ja, auch ganz schöne Töne. So dieser Gelbton da drin, aber da sind dann auch wieder so diese Brauntöne mit drin, diese warmen Brauntöne. Na, da habe ich eigentlich schon so viele von und nee. Dann ist hier noch eine Maske von Schäbens. Nee, die ist nicht von mir. Ich sehe das gerade hier oben. Das ist nämlich so ein Aufkleber drauf, weil ich glaube, ich habe sowas in der Art auch mit reingegeben. Das ist schon mal nicht von mir. Und dann haben wir hier Fuse Books. Ein Highlighter. Ach so, da von XX Revolution. Ist hier offen? Ja, da unten. Gucken wir auch mal einmal rein. So sieht die Verpackung aus, die ist richtig schön. Ja, hier so auch so erhaben, so gerillt, geriffelt. Oh. Sehr dunkel. Nein, das ist nicht meine Farbe. Ein Muster. Wie rum dieser Schutz da wieder drauf muss. Nee, schade, weil die Verpackung ist echt süß, ne? Ja. Nö. So, das war jetzt erstmal das letzte Produkt aus dieser Box. Ich packe die wieder ein. So, die nächste Box. Die sieht so aus. Die ist auch proppevoll. Palette. Oh, von Anastasia Beverly Hills. Diese hier, die Kali Bible, kenne ich nicht. Oh, die ist schon gut geliebt. So sehen die Farben aus. Ja, recht interessant, dieser Farbton, der hier, so ein Duochrom, so ein, ja, so blau und lila und so ein, ja, so rötlich, finde ich ganz interessant. Und hier den blauen hier hinten. Ich glaube, die lege ich mir mal einmal auf den Vielleichthaufen. Ja, auch wenn die so gut geliebt ist. Ach, nicht. Dann ist hier cool bleiben. Ein Notizheft
mit Post-its und diesen Dingern hier. Kann er auch gebrauchen. Ich nehme mich auch mal raus. Dann haben wir hier von Bubble Tea, Black Cherry und Vanilla ein Chitter? Ach so, nee, ich glaube, das ist ein S. Gerupp habe ich gelesen. Ja, wird wohl ein Body Scrub sein. Ja, da unten steht, da steht es auch nochmal in klarer Schrift. Ja, nee, aber Vanille und Sherry, das kann zu süß werden. Dann haben wir hier so ein Lippenpeeling Ding. Den habe ich, glaube ich, selber aber auch. Der war, glaube ich, mal irgendwie im Action Adventskalender oder so. Woher habe ich den? Keine Ahnung. Dann haben wir hier einen festen Conditioner. Nee. Mit diesen festen Produkten komme ich nicht. Komme ich nicht mit klar. Ist nicht meins. Darf auch weiter. Dann ist hier von Valea ein Liquid Peeling. Das ist von mir. Das bleibt dann wieder hier. Das lege ich da auch mit rein. Und das letzte Produkt, was hier drin ist, ist von Dalton. Auch ein Peeling mit 20% AHA. Das gebe ich aber auch weiter. Ja, ist auch flüssig. Ja. Genau. Weil ich habe ja dann hier meins wieder und dann kann ich das. Nehme ich, benutze ich das. Das hat 2% BHA. Ja, und das waren 20% AHA. Ja. Die Box lasse ich mal hier liegen, weil die ist recht leer. Mal gucken, was sich da noch so tut. So, die nächste Box. Wieder so eine schöne. Da ist drin auch eine Palette von NYX. Eine Contouring-Palette. Ich habe es nicht so mit Contouring. Jetzt kriege ich die nicht auf. Aber so viel Contouring ist da gar nicht. Ja, und da sind die Farben. Also sind auch Lidschatten mit drin. Eigentlich ganz schön, aber. Ja, da habe ich eigentlich schon so viel von, ne? Und hier hätte man alles mit drin. Nee. Nee. Gucken, dass ich die wieder zukriege. So. So, dann ist hier als nächstes ein Leave-In-Conditioner. Der hier. Nee, den gebe ich aber auch weiter, wobei ich eigentlich so Dinger immer ganz schön finde. Dann ist hier von Just Spices ein Spekulatiusgewürz. Gebe ich aber auch weiter. Dann ist hier von Make-up Coach. Was in so einem Beutelchen? Da gucke ich mal einmal rein, was das alles ist. Das scheinen lose Pigmente zu sein in, ist das Blau und in so einem, ja, Burgunderrot. Die Farben. Nach Blau. Und Rubin. Und dann ist hier noch eine Palette drin, eine Lidschattenpalette mit sehr kühlen grau-blauen schwarzen Tönen. Die hier ist eigentlich ganz schön, aber ich habe eine Palette mit genau denselben Farben. Brauche ich also leider auch nicht.
So, dann gehen wir das mal da wieder mit rein. Dann kann das alles zusammenbleiben. So, dann, was ist das hier? Ein Zettel. Haben ist besser als brauchen. Cool. Kann ich irgendwie einen Spruch? Huch. Ist das ein Aufkleber? Oder nur so ein Zettelchen? Das nehme ich mir raus. Passt irgendwie so zu mir. So, dann sind hier noch zwei Sachen, die sind wieder gut eingepackt. Einmal von Wet n Wild ein Blush. Irgendwie raschelt da was drin. Ah, das ist ein Pinselchen. Ich sehe aber, der hat auch Schimmer. Der hier. Und eine Farbbezeichnung. Pearls Saint Pink. Pearls Saint Pink. Ich muss das machen. Ich habe meine Brille nicht auf. Das ist so klein und das Licht wird wieder ein bisschen dunkel. Und hier ist noch was drin. Steht auch Kontur. Also wahrscheinlich auch wieder ja, eine Palette für zum Konturieren. Das kriegst du da nicht raus. So, von Bare Minerals. Ja. Das sind die Farben. Aber ich konturiere nicht. Ich bin mit meinem Bronzer, Blush und Highlighter völlig zufrieden. Ja, nee. Ich hatte mir mal von Essence, die gebe ich ja auch weiter, zum Konturieren was geholt. Dieses kühle Braun, das weiß nicht, sieht bei mir ganz merkwürdig aus. Ja. So, das war das letzte aus dieser Box. Dann packe ich die mal wieder ein. Passt das? Ich finde das ja immer, ich so Sachen wieder einpacken, ne? Aber doch, die Lade geht zu. Manchmal frage ich mich immer, wie waren die Sachen da vorher alle drin? So. Nächste Box. Die ist auch wieder verdammt schwer. So, wie auch pralle gefüllt. Da kommt hier direkt wieder eine Palette von Lacome. Eine Lidschattenpalette. Schauen wir mal rein. Wie mache ich das denn jetzt mit dem Spiegel? So viele Sachen. Na, kriege ich die festgehalten. Ja, so. So, kriege ich die Sachen alle festgehalten. Das sind die Farben. Ja, auch sehr schön, aber nicht meins. Dann haben wir hier eine Five in the Box Mini Eyeshadow Palette. Ja, habe ich die reingetan? Nee, ne? Nee, die ist gebraucht. Ist nicht von mir. Vivid Burgundy Look. Ja, ich muss das mal gucken. Die hier. Das ist die Nummer 060. Ja. Dann haben wir hier ein Volume Up Plumping Lip Gloss von Essence. Dann ein Body Blur in Latte. Das ist hier, auch weiter. Dann, das ist von mir eine Augencreme. Die ist echt gut. Ich finde die wirklich toll. Ich habe da nur so viele von. Ich habe gedacht, dann teilst du mal. Dann ist hier von Aiko. Ach, da steht Mascara, eine schwarze Mascara. Brauche ich aber nicht, ich habe ganz viele Mascaren. Und ich glaube, ich habe die auch in einer Reisegröße. Ja, geht also auch weiter.
Dann haben wir hier Find Eye Pencil 02. Das ist ein Braunton, glaube ich. Also so ein Eye Pencil. Ja, der guckt aber sehr weit raus. Ja, ist ein Braunton. Muss ich die wieder zu? Brauche ich aber auch nicht. Dann kommt hier die nächste Anastasia Beverly Hills. Die habe ich mir letztens schon bei Vinted angeguckt und mir da als Favorit gemerkt. Das sind die Farben von innen. Die gebe ich auch erstmal auf meinen Vielleichthaufen. Weil, wie gesagt, die habe ich mir letztens noch bei Vinted angeguckt und ja, schon Favorit da rausgelegt. Und jetzt ist sie hier drin. Ich gebe die mal auf den Vielleichthaufen. Dann haben wir von CAT ein Wonder Wand Mascara. Brauche ich aber auch nicht. Wie gesagt, Mascara habe ich genug. Hier ist auch eine von mir wieder zurückgekommen. Die ist von Catrice aus dieser Dschungelbuch LE. Dann haben wir hier von Josephine ein Lip Powder in Glamorous Healthy. Ich glaube, ist das dieser Nude-Ton? Ja. Den habe ich nämlich auch doppelt. Geht auch weiter. Dann haben wir hier von Catrice High Glow ein Highlighter-Puder. Der Farbe. Das ist ja eigentlich so meine Farbe, was Highlighter angeht. Ich guck mal, ob ich. Ja, da war die Speicherkarte voll. Ich war hier mit beschäftigt. Ja, ne, den lege ich mir auch mal an die Seite. Da gucke ich mal, ob ich die Farbe eventuell habe. Ja, ist nämlich so mein Farbton irgendwie. Ja, ich sehe noch zwei tolle, interessante Dinge da drin. Von BH Cosmetics, Beautiful in Barcelona. Auch eine richtig schöne Palette, die meinen Namen ruft irgendwie. Keine Ahnung. Also es sind eigentlich nur, ich glaube, die beiden Töne, die ja nicht so meins sind, aber alles andere schreit irgendwie so nach meinem Namen. Ich lese sie erstmal auf dem Vielleicht. Der Vielleichthaufen wird immer größer. Denn hier kommt das nächste. Von Lime Crime, die Venus XL. Reingucken. Hol die einmal hoch. Ja. Zack. Die schreit auch nach mir. Lege ich auch mal auf dem vielleicht. Ich muss mir gleich echt überlegen, was. Ich kann ja nicht alles nehmen. So, die Sachen gehen wieder rein. Ich gucke gerade mal. Das ist nämlich jetzt die nächste, die recht leer ist. Ich packe die hier einmal voll. Naja, so voll ist sie immer noch nicht. Aber hier brauche ich, da tue ich noch mal was mit drum. Das wäre schade. Wenn. Es wäre schade, wenn da was drankommt. Weil die waren mit Sicherheit nicht günstig. Die Lacke. Sie auch schon, na, fast gefüllt. Lasse ich noch mal hier liegen. Da kann man vielleicht noch ein paar Kleinteile mit reintun.
So, die nächste Box. Das so zu essen. Beziehungsweise für was zu essen. Von Knorr. Züricher Geschnetzeltes. Brauche ich aber nicht. So, noch einmal. Cool bleiben. Dann haben wir hier von Revolution 90s Baby. Die. Gucken wir mal einmal rein. Ja, so sieht die dann aus. Und das ist noch draufgeklebt. Das sind die Farben. Geht aber auch weiter. Dann haben wir hier zwei Nagellacke. Einmal von Catrice. So ein Nude-Ton. Und Maybelline. Ja, ich würde sagen, der ist weiß. Und dann haben wir da noch was zu essen. Trinkschokolade am Spiel, am Spiel, am Stiel. Spekulatius. Spekulatius-Zeit ist für mich leider jetzt leider vorbei. Das ist nur bis Weihnachten, dann ist wirklich Schluss. Und hier ist nochmal von Love ein Eyebrow Contouring Palette drin. Mit diesen Farben. Halt mal fest, da ist nämlich noch ein Pinsel drin. Ja, genau. Und hier oben ist noch so eine Folie, da ist dann noch so eine Anleitung mit bei. Ja, brauche ich aber auch nicht. Mal gut ein. Gucken, da kann ich ja eigentlich mit in die mit was mit reinlegen. Genau, und da passt gleich noch ein bisschen was mit rein. Und die letzte Palette. Die letzte Box. Was habe ich denn jetzt mit Palette? Hier ist die letzte Bahn auf Amazon Music. Stopp! Alexa, stopp! Ich weiß nicht, was der hatte. Und was ich hatte mit Palette wahrscheinlich, weil ich mit Paletten war. Ja, die letzte Box. Und dann gucken wir da auch mal rein. Boah, die ist auch so prall gefüllt. Da ist drin von Hypoallergenic ein. Ein Puder. Mit Hyaluronsäure. Dieses hier. In der Farbe 01 Nude. Da verbraucht weiter. Dann haben wir hier ein Anti-Dark Spot Face Cream. Die hier. Geht auch weiter. Das setzen die mit rein. Dann haben wir hier eine gefärbte Body Lotion in Dark. So ein kleines Tübchen. Das darf aber auch weiter wandern. Das ist in Folie, das gucke ich mir gleich an. Dann so ein Suva. Ja, so ein, ja, diese so, ja, diese UV-Dinger sind das, ne? Super Beauty. Das wird wahrscheinlich auch so ein, ja, in dieser Farbe sein. Ich komme jetzt nicht drauf, wie die Farbe heißt. Knalle lila. Gebe ich aber auch weiter. Dann ist hier von Banana Beauty ein Lipgloss drin in der Farbe. Ich kann es nicht mehr lesen. Das ist mir jetzt echt zu dunkel und zu klein.
Aber der ist mir zu hell. Dann haben wir hier ein Highlighter-Pinsel, so ein Fächerpinsel. Der darf auch weitergehen. Von Garnier Ambrésolea. Ein Lichtschutzfaktor 30. Ja, für Gesicht und Körper. Sonnenschutzmilch geht aber auch weiter. Ich habe erst gedacht, ob dort eventuell auch noch so eine BB- oder CC-Creme ist, aber da steht jetzt so nichts drin. Dass das irgendwie noch eingefärbt ist. Ne, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das gedacht. Dann noch was Kleines, was man mit reinpackt. Dann haben wir hier ein Brow Fixing Gel. Dieses hier, das gebe ich auch weiter, das benutze ich nicht. Dann habe ich hier von L'Oréal einen Concealer. Die sind ja echt gut. Ich habe da auch einen von in Lila. Gebe ich aber auch weiter. Momentan noch so viele Concealer, die müssen erstmal aufgebraucht werden. Dann ist hier so ein Schimmerspray von Kevin Murphy. Dieses. Aber das gehe ich auch weiter. Mit Schimmer habe ich es nicht so. Da habe ich schon ganz komische Erfahrungen mitgemacht. So, die Box ist voll. Ich die hier unten schon mit rein. Und dann gucken wir hier mal weiter an. Was haben wir denn da noch? Da ist eine Mascara, eine Wasserfesse, auch von Hypoallergenic. Die darf aber auch weiter. Patika, Patika, Patika Paris. Eine Crememaske. Die geht auch weiter. Dann haben wir hier von L'Oréal einen Super Grip Primer. Der hier. Den lege ich auch nochmal auf den Vielleicht-Haufen. Dann haben wir hier noch eine Tagescreme. Die geht auch weiter. Kann ich mir auch mit zuschmeißen. So ein kleiner Pinsel von Revolution. Ich denke, der ist so für Masken, dass es ein Maskenpinsel ist. Den brauche ich aber nicht. Dann nehme ich so Silikonpinsel für. Und die Tropical Lift von L'Oréal ist hier mit drin. Gebe ich weiter. Eingetütet. Da gucken wir auch mal rein. Da ist noch eine kleine Palette drin. Von Natasha Denona. Wieder so schöne Lila-Töne. Die Mini-Lila-Palette. Die hier. Ah, da ist der Deckel auch schon. Der hat da schon so ein. Ja, die ist da gebrochen. Die hier. Der kommt jetzt, sieht jetzt sehr rot aus, aber das ist auch irgendwie so ein lila Ton. Lege ich auch mal rein. Und dann gucke ich mir gleich einmal alles an. Und dann ist hier noch von L'Oréal Koffein und Aegin Anti-Haarverlust ein Serum. Dieses hier, das brauche ich aber auch nicht. Das gebe ich auch wieder weiter. Ja, gut. So, ich gucke mir an. Ne, warte, es sind ja noch ein paar Sachen. Es lag ja auch was lose drin. Da haben wir hier von M. Asam so ein Bodypuder. Weiß, was benutze ich nicht, aber kann man vielleicht mal was riechen?
Oh, das riecht gut. Ist auch schon offen. Oh, das riecht richtig gut. Das riecht so nach einem schönen Sommerparfüm irgendwie. Ja, aber das würde ich nicht machen. Also das wäre Quatsch. Das gebe ich auch weiter. Und dann ist hier von L'Oréal eine Haarfärbung drin in, was bist denn du für eine Farbe? Dunkelblond. Nee, die ist mir zu dunkel. Und der Rest von meinen Goodies ist wieder da. Und von Steffi müsste das sein, ne? Nach dem Clip zu urteilen. Und dann noch Goodies von Steffi, da gucke ich mal einmal rein. Was will ich mir denn da mal raus? Die Q-Tips, die nehme ich mir raus. Dankeschön. Und den Rest gebe ich dann ins Paket. So, und ich gucke mir jetzt meinen Vielleichthaufen an. Guck, was ich mir da rausnehme, was ich wieder ins Paket gebe, weil das werde ich nicht. Nehme ich definitiv doch nicht alles. Nein. Nein, 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 nein. Also ich habe mir hier so eine Pinkbox hingetan, die ist mich voll. Ja, gut, da sind meine Sachen auch mit drin, aber trotz alledem, nein, 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 nein. Ich gucke. So, ich mache jetzt mal einen Cut. So, ja, ich bin dann jetzt mal einmal in mich gegangen und habe dann mal überlegt, was ich halten werde und was ich wieder weitergebe. Und ich konnte mich nur von einer Sache trennen. Und auch nur aus dem Grund, weil ich den schon habe. Das ist hier einmal der Highlighter von Catrice. Und ja, behalten werde ich von Nivea die Probegröße hier von dem Cellular. In diesem Tagespflegefluid. Das werde ich behalten. Ich werde die Natasha Denona, die Mini, werde ich behalten. Dann möchte ich von Kylie Jenner einmal dieses Setting-Puder probieren. Da muss ich gucken, dass es gelb eingefärbt, sonst wenn das so nicht mit meinem Hautton wirklich passt, weil es steht eigentlich Translution. Gucke ich, sonst geht das wieder mit ins Paket. Dann nehme ich von L'Oréal den Primer, der geht auch raus. Dann den Aufkleber. Haben ist besser als brauchen, also irgendwie passt das heute so richtig zu mir. Dann ja, diese Klebis kann man auch immer gut gebrauchen, dass ich direkt hier oben für Notizen. Die Natasha Denona, ach Natasha Denona, die Anastasia Beverly Hills, die Kali Bible Palette. Dann die Riviera, die bleibt auch bei mir. Also die war schon für mich direkt klar, weil wie gesagt, die hatte ich schon bei Vinted gesehen. Dann behalte ich die auch. Da war ich noch eine Zeit am Überlegen. Ja, die Beautiful in Barcelona. Auch die werde ich mal einmal austesten. Und klar, die habe ich ja auch gesehen und habe gedacht, das ist auch deine, die schreit auch deinen Namen. Ja, die bleibt auch bei mir. So, und dann darf ich mich gleich einmal durchwuseln, um das dann eben halt ja, gleichwertig zu ersetzen. Und ja, meine 10 Produkte, die hatte ich mir die Tage schon irgendwann rausgesucht. Genau. So, dieses Paket geht jetzt weiter an die liebe Melanie von Melloflori. Also guckt dann auch gerne bei ihr vorbei und natürlich bei allen anderen auch. Ja, genau. Und vor mir war dieses Paket bei Steffi von Schminky Eyes. Ja, wenn ihr es da noch nicht gesehen hattet, müsst ihr da auch noch mal einmal vorbeigucken. Und bei allen anderen, wie gesagt, hatte ich ja vorhin gesagt, auch bei den neuen Mädels, die dann danach kommen, nach der Melli. Genau. So. Das war's. Ich verabschiede mich jetzt. Genau. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.